Büllfässer und Bauweisen gibt es viele. Mit BSA hat nun ein Hersteller eine Behälterform aus Stahl im Programm, die einen besonders niedrigen Schwerpunkt bringt. Der fast eckige Tank ist also das Besondere am Lowliner, so heißt die neue Baureihe. Bisher waren solche Formen den Kunststofftankern vorbehalten. Wir haben im Frühjahr fast 6000 Kubikmeter Gülle und Gärreste mit dem neuen Lowliner ausgebracht. Als Verteiler für die bodennahe Ausbringung war ein 15 Meter breiter Pharma-Schleppschuhverteiler von Bomek an unserem 16 Kubikmeter großen Testfass montiert. Mittig vorm Fass ist der 8 Zoll Saugarm angebracht. Dazu liefert BSA eine Station, die sich im Gerätedreieck transportieren lässt. Das Pumpen übernahm bei unserem Testfass eine Exzenter-Schneckenpumpe mit einer Leistung von 6000 Litern pro Minute. Damit war das Fass aus der 3 Meter tiefen Grube in rund 3 Minuten mit Gärrest voll. Die Elektronik schaltet beim Befüllen automatisch ab und pumpt die Gülle anschließend im Fass um. Bei der Lenkung kann man zwischen einer einfachen Nachlauflenkachse, einer mechanisch-hydraulischen Zwangslenkung oder der von uns getesteten elektronischen Zwangslenkung wählen. Die Lenkung ist definitiv angenehm und macht das Fahren mit dem Lowliner auf der Straße sehr sicher. Durch den flachen Behälterboden sitzen die Aufnahmepunkte für den Schleppschuhverteiler sehr dicht am Tank. Das wirkt sich positiv auf die Stützlast aus. Die Hydraulikanschlüsse sind sauber verlegt und gut markiert. Vieles an unserem Testfass war Zusatzausstattung, wie zum Beispiel der per Knopfdruck öffnende 6 Zoll Schieber an der linken Seite. Mit der Leiter kommt man sicher auf das Fass. Der hydraulische Schieber für die Fremdbefüllung ist 65 x 50 cm groß. Hier sieht man auch die Trennwand für das optionale Zweikammersystem. Auch die Teilbreitenschaltung sowie die automatische Ausbringmengenregelung sind Optionen für den Lowliner. Zum Serienstart verlegt BSA den Hydraulik- und Elektrokasten noch auf die rechte Fahrzeugseite. Die Pumpe hat serienmäßig ein vorwählbares Reduziergetriebe, das 1000 oder 540 Eingangsumdrehungen jeweils auf 400 Umdrehungen pro Minute reduziert. Prima fanden wir den mittig vorm Fass angebrachten Saugarm für Andockstationen. Wahlweise kann man rechts oder links andocken, mit nur wenigen Handgriffen lässt sich der Hydraulikzylinder des Rüssels umstellen. Die hydraulische Deichselfederung kann man beim Lowliner so weit anheben, bis die vordere Achse des Tandemaggregats fast komplett ausgehoben ist. Netter Nebeneffekt, wenn man das Güllefass waschen muss. Serienmäßig ist der Lowliner mit einem 4-Feder-Verbundaggregat mit Parabelfederung von ADR ausgerüstet. Technisch trägt jede Achse 13,5 Tonnen bis zu 60 km/h. Auch wenn wir diese Arbeiten leider nicht mit der Videokamera begleiten konnten, haben wir den Lowliner natürlich auch am Hang eingesetzt. Auf Schrägen zwischen 20 und 24 Grad, also um 40%, läuft das BSA-Fass absolut sicher und spurtreu hinter dem Schlepper hinterher. Auch der ausgehobene Schleppschuh bringt das Fahrzeug nicht aus der Ruhe. Selbst wenn man den 15 Meter Verteiler mit 2 Mann zum Schwingen bringt, klebt der Lowliner dank seinem niedrigen Schwerpunkt noch am schrägen Boden. Natürlich muss man bei Güllefässern immer über das Gesamtgewicht reden. Und das ist auch beim Lowliner nicht wegzudiskutieren. 10,8 Tonnen bringt der leere Pumptankwagen mit 15 Meter Schleppschuh auf die Waage. Bleiben also 13,2 Tonnen Nutzlast, vorausgesetzt die Kugel darf 4 Tonnen Stützlast aufnehmen. Bei kompletter Füllung mit separierter Gülle haben wir knapp 27 Tonnen gemessen. Das gesetzlich Erlaubte also um fast 3 Tonnen überschritten. Und so warnt BSA, wie fast alle Gülletechnikhersteller, vor einer kompletten Füllung des 16.400 Liter fassenden Tanks bei Straßenfahrt. Immerhin hält der Lowliner mit 3,95 Tonnen die maximale Stützlast ziemlich genau ein.